Wer wäre der neue rechtmäßige Besitzer des Elderstabs geworden, wenn Dumbledore an den Folgen des dunklen Fluches gestorben wäre? Das und mehr jetzt in diesem Video. Bevor das Video startet, tut mir doch bitte den Gefallen und abonniert den Kanal und lasst einen Kommentar für den Algorithmus da, damit ich auch weiter Harry Potter Videos für euch produzieren kann. Ansonsten lasst uns direkt loslegen. Im heutigen Video werden wir darüber sprechen, wer der rechtmäßige Besitzer des Elderstabs geworden wäre, wenn Albus Dumbledore an den Folgen des Fluches gestorben wäre. Bevor wir in die Details eintauchen, lasst uns kurz den Hintergrund des Elderstabs betrachten. Der Elderstab ist eines der drei mächtigen Heiligtümer des Todes, von denen wir in den Harry Potter Büchern erfahren. Die Geschichte des Elderstabs ist eng mit der Legende der Heiligtümer des Todes verbunden. Laut dieser Legende schuf der Tod die drei Heiligtümer: den Elderstab, den Stein der Auferstehung und den Unsichtbarkeitsumhang. Der Elderstab wurde von Antioch Peveril, einem der drei Brüder Peveril, vom Tod gefordert. Er forderte den Tod dazu heraus, ihm einen Stab zu geben, der unaufhaltsame Macht im Kampf verleiht. Und der Elderstab war das Ergebnis dieser Bitte. Der Elderstab ist berühmt für seine Fähigkeit, seinen Besitzer im Duell zu stärken. Wenn sein Besitzer besiegt wird, erkennt der Stab den Sieger als neuen Meister an und wechselt seine Loyalität. Im Laufe der Jahrhunderte wechselte der Elderstab oft den Besitzer, da viele Zauberer nach seiner Macht strebten. Albus Dumbledore wurde der Besitzer des Elderstabs, nachdem er Gellert Grindelwald besiegt hatte. In seinen letzten Tagen plante Dumbledore, den Stab zu zerbrechen, um seine Macht zu brechen, doch daraus wurde nichts. Draco Malfoy erlangte die Loyalität des Elderstabs, nachdem er Dumbledore auf dem Astronomieturm entwaffnete, ohne ihn tatsächlich zu besiegen. Dies führte dazu, dass der Stab ihm gehorchte, aber seine volle Macht blieb ungenutzt. Es ist auch wichtig, den Kontext von Dumbledores Plan zu verstehen, den Elderstab zu zerbrechen. Als Dumbledore den Ring von Marvolo Gaunt anlegte, wusste er, dass sein Tod unausweichlich war. Der Fluch hatte bereits begonnen, seinen Körper zu verzehren, und er hatte nur noch eine begrenzte Zeit zu leben. Dies beeinflusste sicherlich seine Entscheidung, den Elderstab zu töten, indem er ihn zerbricht, um sicherzustellen, dass der Stab niemals einen neuen Meister finden würde. Hier wäre es interessant zu erwähnen, dass die Eigenschaften des Elderstabs auch seine Schwächen darstellen. Obwohl der Stab seinen Besitzer ungemein stärkt, macht seine Bereitschaft, den Besitzer zu wechseln, ihn auch unzuverlässig. Dieses Detail verdeutlicht, warum Dumbledore den Stab ursprünglich zerstören wollte. Niemand wusste, dass Draco Malfoy die Loyalität des Elderstabs besaß, nicht mal er selber. Und dies wurde auch erst später klar, als Harry Potter Draco Malfoy schließlich entwaffnete. Dies machte Harry zum rechtmäßigen Besitzer des Elderstabs. Der Elderstab ist bekannt für seine Fähigkeit, seinen Besitzer zu stärken. In der Geschichte wird jedoch offenbart, dass der Elderstab zwar mächtig ist, aber auch eine verwirrende und gefährliche Geschichte hat. Der Stab neigt nämlich dazu, von Hand zu Hand zu wechseln, oft aufgrund von Verrat und Intrigen. Sein Ruf als unbesiegbar erweist sich als irreführend, da es möglich ist, den Stab zu überlisten, indem man seinen rechtmäßigen Besitzer besiegt, nicht unbedingt indem man ihn tötet, sondern einfach entwaffnet. Eine andere Überlegung ist, dass der Elderstab den Charakter seines Besitzers widerspiegeln kann. Dumbledore, der für seine Weisheit und sein Verständnis für die komplexen Mechanismen der Magie bekannt ist, konnte den Stab ohne negative Auswirkungen nutzen. Aber wäre das auch der Fall, wenn jemand wie Draco oder Lord Voldemort der rechtmäßige Besitzer geworden wäre? In der Geschichte wird erklärt, dass der Elderstab nach dem Tod seines ursprünglichen Schöpfers, Antioch Peveril, niemals freiwillig weitergegeben wurde. Wenn Albus Dumbledore also an den Folgen des Fluches gestorben wäre, hätte der Elderstab keinen neuen rechtmäßigen Besitzer gefunden. Interessanterweise übernimmt Harry Potter den Elderstab von Draco Malfoy, indem er ihm den Stab abnimmt. Dieser Akt ist nicht dasselbe wie ein Duell, bei dem der Stab durch Niederlage den Besitzer wechselt. Diese Handlung könnte erklären, warum der Elderstab in der Geschichte von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes keine neue Bindung hat und seine Macht nachlässt. Wenn Dumbledore an den Folgen des Fluches gestorben wäre, ohne dass ihn jemand besiegt oder entwaffnet hätte, wäre die Situation äußerst kompliziert geworden. Einige könnten argumentieren, dass der Elderstab meisterlos geworden wäre, da sein Besitzer nicht im Duell besiegt wurde, sondern an einem Fluch starb. Andere könnten behaupten, dass der Stab eine Art Ruhezustand erreicht hätte, da er keinen neuen Meister erkennen könnte. Dies stellt uns vor die Frage, ob der Elderstab in den Händen einer anderen Person ebenso mächtig gewesen wäre.
Der Elderstab erkennt, wie wir wissen, den Sieger im Duell als seinen Meister an. Aber was, wenn jemand den Stab durch Täuschung, nicht durch die Macht erlangt hätte? Würde der Stab dann wirklich seine volle Macht entfalten? Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Elderstab ohne einen echten rechtmäßigen Besitzer bleibt, wenn der vorherige Besitzer wie Albus Dumbledore nicht im Duell besiegt wurde. In der Geschichte wird gezeigt, dass Harry Potter den Elderstab auf unkonventionelle Weise erlangt, was zu einer Art Leere in Bezug auf einen rechtmäßigen Besitzer führt. Aber eigentlich, wenn Dumbledore durch den Fluch gestorben wäre, wäre der Elderstab ohne Besitzer gewesen. Schließlich könnte man sagen, dass der Elderstab mehr ist als nur ein Werkzeug der Macht. Er ist ein Symbol für die Ambivalenz der Magie selbst, sowohl wunderbar als auch gefährlich. Dumbledore wusste dies und deshalb plante er, den Stab zu zerbrechen und zu vernichten. Der Elderstab ist ein Spiegel für diejenigen, die nach Macht streben, aber ebenso ein Lehrmeister für diejenigen, die die Grenzen der Macht verstehen wollen. Und das war's mit diesem Video. Falls du Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne einen Like da und abonniere den Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.